Ja, also hier so dieser Bereich, das ist jetzt das, wo ich wirklich fast alles weggekratzt habe an brennbarem Material. Hier können wir jetzt, ohne Angst haben zu müssen, ein Feuerchen entfachen. Und das machen wir jetzt auch. Ja, und wer jetzt den Herrn der Ringe gelesen hat, der weiß, dass selbst Gandalf nur Feuer machen kann, wenn er etwas hat, auf das er einwirken kann. Und das heißt, wir brauchen Feuerholz. Da gibt es jetzt drei Kategorien an Feuerholzgüte. Möchte ich jetzt einfach mal in drei Kategorien unterteilen. Man kann es natürlich auch noch feiner machen. Erstens mal das Schlechteste, dritte Kategorie, ist Holz am Boden. Denn das kann durchaus auch mal sein, dass das ziemlich trocken ist, wenn ihr Glück habt, je nach Wettersituation. Aber der Boden ist immer der feuchteste Ort im Wald, denn da steigt Wasserdampf auf. Jeden Morgen, jeden Abend und auch tagsüber über eine gewisse Menge. Die ist dann zwar nicht sichtbar und fühlbar, aber trotzdem vorhanden. Und deswegen ist Holz, das direkt am Boden liegt, quasi die meiste Zeit in einem feuchten Milieu und nimmt deshalb auch viel Wasser auf, was ihr also vom Boden aufhebt. Hat immer eine hohe Holzfeuchte. Von der Regel gibt es natürlich auch wieder eine Ausnahme, nämlich es ist heißester Hochsommer und der Waldbrand steht kurz bevor. Dann kann man mit Holz vom Boden auch ganz wunderbar den Wald anzünden, aber in einer solchen Situation machen wir natürlich kein Feuer. Selbstverständlich nicht. Ihr könnt immer in den Nachrichten und im Internet mal nachgucken, was für eine Waldbrandgefahrenstufe gerade herrscht. Wenn man wirklich verantwortungsvoll mit dem Thema Feuer umgehen möchte, dann macht man kein Feuer, wenn die Waldbrandgefahrenstufe vorhanden ist. Sonst steht da nämlich keine Waldbrandgefahrenstufe. In dem Fall kann man, wenn man es darf, ein Feuer machen. Sonst würde ich es eigentlich ab Gefahrenstufe 1 schon sein lassen, wenn es nur zum privaten Vergnügen ist. Ja, hier haben wir dann jetzt die zweite Kategorie von Brennholz. Totes Holz. Abgestorbenerweise, das überm Boden hängt und zwar mindestens 50 cm über dem Boden, weil das ist dann schon wirklich erheblich trockener und wenn man sich dann hier was abbricht, kann man schon richtig merken, dass das trocken ist und ich kann euch gleich sagen, das fühlt sich hier auch wahnsinnig trocken an. Das Ding hier ist trocken. Ja, und im Laubwald findet man dann auch immer mal wieder irgendwelche runtergefallenen Äste, die in den Kronen hängen bleiben. Die waren schon trocken, als sie an der Krone hingen, sind jetzt noch mal hier unten schön im großen Abstand zum Boden hängen geblieben und sind wunderbar trocken und tolles Brennholz. Im Nadelwald gibt es auch noch an den Bäumen selber Totäste, die halt noch am Baum dranhängen. Die sind auch sehr, 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 sehr trocken. Und gerade durch die Nähe zum Stamm, an dem es ja trocken ist, weil da viele Nadeln drüber sind, weil es da wenig hinregnet, sind die auch sehr, sehr, sehr trocken. Also diese beiden Varianten würde ich jetzt als Kategorie 1 Feuerholz bezeichnen. Was Trockeneres werdet ihr nicht finden. Und nur mit diesem Kategorie 1 Feuerholz werdet ihr wahrscheinlich, außer ihr seid jetzt ein wahnsinniger Crack, ein Feuer in Gang kriegen bei Regen. Oder wenn es halt die ganze Zeit sehr viel geregnet hat oder im Winter bei Schnee. Jo. Ja, zur Frage der Menge des benötigten Holzes gibt es eine einfache Regel. Man sammelt die Menge, die man glaubt zu brauchen, für ein kleines Feuer, ja, für das kleine Feuer, das zu dem Zweck, den man vorhat, nämlich einfach mal ein Feuer gemacht haben, ausreicht. Es muss also wirklich nicht groß sein, es reicht ein ganz kleines Feuerchen. Und sammelt diese Menge dreimal, weil es reicht nie. Grundsätzlich nie. Immer dreifache Menge von dem sammeln, was man denkt, das könnte genügen. Denn es gilt auch generell, je beschissener die Bedingungen zum Feuermachen sind, desto mehr Aufwand ist erforderlich, um ja, ein Feuer erfolgreich in Gang zu bringen. Bei Regen muss man wirklich richtig viel vorbereiten und sich ganz viel Holz hinlegen, lange Zeit damit verbringen, das trockenste Holz, was überhaupt verfügbar ist, zu suchen. Muss das dann unter Umständen noch vorbereiten, wenn Sommer und knalleheiß, aber noch keine Waldbrandgefahrenstufe, dann kann man sich auch irgendwo hinhocken und mit den paar Zweigchen, die um einen rumliegen, ein ganz kleines Feuerchen betreiben, wenn man es kann. Am Anfang vielleicht noch nicht, aber nach 3, 4, 5 Feuern könnt ihr das dann auch. Ja, ich suche noch ein kleines bisschen Holz und erzähle euch zwischendurch noch mal schnell zu verschiedenen Arten von Brennholz. Gibt es auch schon ein Video, weil Holz ist nicht gleich Holz und brennt unterschiedlich. Gut, kann man schon fast nicht sagen. Für unterschiedliche Zwecke. Gut.
Link findet ihr auch wieder in der Videobeschreibung. Als Anfänger seid ihr gut beraten, wenn ihr mit Fichte anfangt. Fichte dürfte überall zu finden sein und ist halt der eine Nadelbaum, der stechende Nadeln hat und bei euch quasi überall rumsteht. Jeder fünfte Baum in Deutschland ist eine Fichte. Demzufolge sollte das möglich sein, da entsprechend eine zu finden. So, jetzt braucht ihr noch Zunder. Ich habe jetzt leider keine Zeit, bis zu den Birken zu laufen. Die sind nämlich ein ganzes Stückchen drin in meinem Wald. Deshalb nehme ich ein bisschen was von meiner vorbereiteten Birkenrinde. Habt ihr wahrscheinlich, wenn ihr euch mit dem Thema Outdoor schon ein bisschen beschäftigt habt, schon mal gehört, dass Birkenrinde gut brennt. Achtet insbesondere als Anfänger drauf. Schneidet euch nicht riesige Stücke von der Birke. So richtig dicke Dinger wie dieses Teil hier. Klar, brennt auch. Aber wenn ihr was haben wollt, was so richtig gut flammt, dann nehmt die äußerste, ganz feinste Haut, die an der Birke dran ist. Bisschen getrocknet sieht die dann so aus, wie ihr sie hier jetzt entsprechend sehen könnt. Die entflammt enorm leicht, brennt sehr heiß, vergleichsweise lange. Und warum tut sie das? Die enthält ein ätherisches Öl. Könnte ich euch jetzt ein bisschen genaueres zu erzählen, muss aber gar nicht sein. So. Zunder verwendet man so, dass man sich ein Zundernestchen baut. Das heißt, man legt eine benötigte Menge Zunder. Die kann klein sein, wenn ihr euch auskennt mit dem, was ihr tut. Die sollte auf jeden Fall etwas größer sein, wenn ihr euch noch nicht so auskennt. Und ich nehme jetzt hier mal exemplarisch einen Haufen, der ungefähr dreimal so groß ist wie das, was ich jetzt spontan nehmen würde. Ja, vielleicht ist er auch vier bis fünfmal so groß. Das reicht auf jeden Fall aus. Als Zunder könnt ihr alternativ natürlich auch irgendwie so einen Grillanzünder von zu Hause verwenden, wenn ihr ganz blutige Anfänger seid. Aber ich würde euch empfehlen, nehmt gleich einen Zunder aus der Natur, nämlich die gute Birkenrinde. Dann habt das gleich, ja, in Anführungszeichen, so ein bisschen angebermäßiger gemacht. Papierknödel, wie man sie kennt, zum Ofen anzünden, sind eigentlich gar kein so toller Zunder. Das denken immer alle, ist aber nicht. Also so ein Häufchen Birkenrinde hier, das brennt ganz wunderbar. Und jetzt eben zur Frage des Anzündens. Wenn ihr keinen wunderbar tollen sogenannten Fire-Stil besitzt, wie jetzt exemplarisch dieser hier. Ich habe noch diverse andere, seht ihr? Da kann man also so wunderbare Funken mit erzeugen. Wenn die jetzt da reinfallen, aus einer näheren Nähe, jetzt von hier oben, reicht das nicht. Aber wenn man jetzt da ganz nah rangehen würde und jetzt hier diesen machen, dann würde sich das wahrscheinlich relativ schnell entzünden. Machen wir auch gleich, aber erstmal muss ich noch labern. Die Alternative besteht natürlich in einem Streichholz. Da würde ich euch empfehlen, Ölofenanzünder wie diesen hier. Normal sind die noch ein bisschen länger, ich habe ein Stück abgeschnitten. Das ist im Prinzip ein Streichholz in einem Wachspapier. Und das hier ist eine normale Reibefläche, kann man dann anreißen und damit entsprechend anzünden. Und das werden wir nicht tun, weil ich ja angeben möchte. Ihr könnt natürlich auch ein ganz normales Streichholz nehmen oder jetzt an so einen Haufen ein Feuerzeug ranhalten. Und jetzt muss ich euch noch mal ein bisschen was für das weitere Brennholz erzählen. Also das ist so quasi, das hier ist also die Basis eures Feuers. Kann man wirklich auf die bloße Erde drauflegen. Manche Leute bauen sich auch unten ein Podest aus Holz zuerst und legen das dann da drauf, weil das beim Holz ein besserer Isolator ist als der Boden. Der schluckt relativ viel Wärme. Ich bin der Meinung, wenn man auf Schnee ein Feuer machen möchte, dann braucht man so ein Podest. In allen anderen Fällen braucht man es nicht. So, jetzt noch mal ein paar philosophische Gedanken zwischendurch. Meiner Meinung nach kann man die Feuermachenden, die im Walde so ihre Feuer machen, in zwei Kategorien einteilen. Die Stöckchensammler, das bin ich. Ich sammle kleine Stöckchen und dünne Zweigchen und mache mir damit mein Feuer. Und die Holzspalter. Die Holzspalter, das bin nicht ich, nutzen die sogenannte Batoning-Technik. Das habt ihr schon in 17 anderen Videos, wo irgendein Messer vorgestellt wird, gesehen, um damit Holz zu spalten und sich wirklich richtige Holzscheite zu machen. Sehr kleine, feine, die dann in etwa die Größe von Stöckchen haben. Dauert die
20-fache Zeit, als eine Handvoll solche Stöckchen zu sammeln. Deshalb bin ich ein Anhänger der Stöckchentechnik und nicht der Betoning-Technik. Allerdings muss man sagen, mit der Betoning-Technik kriegt man auch bei nur nassem Holz. Wenn man nicht in der Lage ist, trockene Stöckchen irgendwo zwischen den Ästen von belaubten Bäumen zu finden, was mir noch nie passiert ist, kann man aber mit der Betoning-Technik theoretisch aus dem Inneren eines sonst oberflächlich nassen Stückes Holz was Trockenes rausschneiden, raushacken, rausspalten, wie auch immer man das nennen möchte. Und deshalb die Anhänger der Betoning-Technik, sie sind mir hoffentlich nicht böse, dass ich da nicht so drauf abfahre, machen das deswegen, weil sie halt sagen, man kommt an den inneren Holzkern und der ist trocken. Stimmt nicht, der ist nur trockener. Aber ja. Ich wollte es nur mal gesagt haben, wenn euch das eher liegt oder ihr Spaß dran habt, dann könnt ihr das natürlich auch mal so machen oder probiert mal beide Varianten aus. Dazu, wie man das mit dem Toning macht und so weiter, gibt es Videos noch und nöcher und da braucht ihr auch wahrscheinlich keine große Anleitung für. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, weil euch das zu umständlich ist und ihr lieber ein schnelles, kleines Feuerchen machen wollt, ohne vorher gleich 17 Klötze Holz zu spalten, und dafür ein riesiges Messer braucht und dafür eine Säge braucht, weil ohne gesägte Schnittfläche kann man auch nicht vernünftig spalten oder zumindest eine Axt, weil ohne eine halbwegs Möglichkeit, großes Holz klein zu kriegen, in kleinere Stücke, die man dann mit einem Messer spalten kann, geht das eh nicht. Wer also viel Ausrüstung mitschleppen möchte, um dann eben Betoning zu betreiben, ne, bitte gerne, aber man kann komplett ohne Ausrüstung, bisher habe ich nicht ein einziges Werkzeug benötigt und werde das auch nicht, außer irgendwas zum Anzünden. Genügend trockene Zweige finden, wenn man weiß, wo man suchen muss. Unter belaubten Bäumen, an Ästen von Nadelbäumen. Ganz einfach. Denn jetzt von unserem Zunderhäufchen ausgehend gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, die ist meiner Meinung nach aber eher was für Fortgeschrittene. Wir zünden den an und schmeißen dann nach und nach Holz drauf. Würde ich am Anfang nicht ausprobieren. Ich würde am Anfang euch raten, ihr legt euch auf dieses Häuflein jetzt ganz viele ganz dünne Ästchen drauf. Zack. Zum Beispiel so. Ich mache mal ein Häufle und dann sehen wir weiter. So, ich zeige euch mal die Gesamtkonstruktion mit wackeliger Handkamera. Wir haben jetzt hier unten unser Zunderhaufen. Da drauf haben wir jetzt dünne Ästchen, Zweigchen. Kategorie dünner, also bis eine halbe Bleistiftstärke. So habe ich das mal erklärt bekommen damals. Alles, was dünner als eine halbe Bleistiftstärke bis zu einer halben Bleistiftstärke ist, das legt man direkt auf seinen Birkenrindezunder. Darüber kommt dann ein Pyramidchen aus, ja, bis zu Bleistiftstärke. Hölzchen. So alles zwischen einer halben Bleistiftstärke bis zu einer Bleistiftstärke ein bisschen als Pyramide aufgebaut. Meine Pyramide ist jetzt ziemlich steil, die könnte durchaus ein bisschen flacher sein, dass das Holz ein bisschen näher an der bis halbe Bleistiftstärke Kategorie dran liegt. Wenn man keinen Zunder hat, keinen Birkenrindezunder, dann kann man auch die ganz dünnen Zweigchen auf einen Haufen schichten und die dann als Zunder benutzen, weil die sehr schnell anfangen zu brennen. Um die zu entzünden, braucht ihr dann aber zwingend ein Streichholz oder ein Feuerzeug. Das funktioniert mit so einem Firestyle dann nicht. Ich persönlich mache jetzt in diesem Stadium mein Feuerchen an und lege dann nach und nach noch dickere Äste nach. Also dann kommt bis zu einer Fingerstärke und dann erst eine ganze Weile später kommen dann noch dickere. Also dann quasi alles, was ihr finden könnt, in Anführungszeichen, könnt ihr dann draufschmeißen. Denn je mehr Holz ihr auf euer Feuer packt, desto mehr Wasser im Holz packt ihr auf euer Feuer. Und dieses Wasser muss ja alles erwärmt werden und muss verdampfen, bevor das Feuer überhaupt richtig zu brennen anfängt. Also so richtig schön mit Glut und so eine richtig schöne Durchstartflamme bildet, nenne ich das jetzt einfach mal. Und je mehr Wasser da halt eben drauf ist, desto mehr Energie des Feuers wird verbraucht, um erstmal das Wasser rauszukochen aus dem Holz. Heißt, wenn ihr gleich am Anfang einen riesigen Haufen Holz drauflegt, dann reicht euch das bisschen Feuer, was ihr bekommt, durch euren Zunder nicht aus, um das ganze Wasser zu verdampfen und euer Holzhaufen fängt gar nicht erst richtig an zu brennen. Deshalb nach und nach immer mehr Holz drauflegen und nicht gleich am Anfang alles. Also das ist meine Philosophie. So kriege ich jedenfalls meine Feuer meistens ganz gut an. Man kann es auch anders machen, wenn man es kann, aber das würde ich jetzt euch so auf diese Weise empfehlen. Aber das seht ihr dann alles beim
Brennvorgang. Und jetzt zünden wir mal an. So, Problem ist jetzt, wenn ihr jetzt hier mit dem Streichholz reingeht, habt ihr natürlich überhaupt kein Problem. Das könnt ihr einfach mitten reinstecken in den Haufen, versuchen ihn dabei nicht umzuwerfen und dann brennt alles. Aber wenn ihr jetzt kein Streichholz gleich habt und gleich mit einem sogenannten Feuerstil hantieren wollt, dann lege ich ihm immer ein kleines Häufchen Zunder außen hin, wo ich quasi ungefährdet mit dem Feuerstil hantieren kann, in der Hoffnung, dass wenn dieses Stückchen brennt, der Rest halt dann auch irgendwie durchbrennt bis innen rein. Und jetzt hoffen wir mal, dass das funktioniert. Wie gesagt, mit dem Streichholz wäre das jetzt viel, viel, viel einfacher. So, nachdem die Kamera jetzt auch richtig steht, hätte ich hier noch einen Tipp zur Verwendung von so einem Feuerstil. Nämlich, wenn man eine feste Unterlage hat und sich da ein wenig Zunder drauf legt, vielleicht doch nicht ganz so wenig, das sieht schon besser aus, ist meiner Meinung nach die einfachste Variante, dieses Ding hier zu verwenden, besteht darin, den dann auf besagte feste Unterlage zu drücken und mit dem Klingenrücken eines Messers daran entsprechend runter zu kratzen. Das funktioniert meiner Meinung nach am leichtesten. Und jetzt seht ihr, ich habe das auf den Rest von Zunder gekippt. Und meine Hoffnung besteht jetzt darin, dass jetzt der gesamte Zunderhaufen quasi durchflammt. Können wir mal ein bisschen rauszoomen. Sieht man, glaube ich, auch so. Jo, das hat funktioniert. Und jetzt sollte man nicht lange zaudern, sondern schon anfangen, weiteres Holz klein zu brechen. Und dann da reinschmeißen, und zwar so, dass man die Pyramide nicht zum Einsturz bringt, aber hier halt schon langsam nachlegt. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt und ihr trockenes Holz habt, habt ihr in kürzester Zeit ein schon ganz gut brennendes Feuer. Ich mache jetzt hier keine Schnitte, damit ihr wirklich komplett sehen könnt, wie das mit dem Feuerchen funktioniert. Wenn das bei euch aus irgendwelchen Gründen das jetzt so nicht geklappt habt, dann habt ihr entweder zu wenig Zunder verwendet, weil durch den großen Haufen Birkenhirse hatte ich jetzt wirklich eine Wahnsinns-Initialhitze, oder euer Holz war wirklich viel zu nass. Dann müsst ihr nächstes Mal noch ein bisschen, ja, besser suchen. Dass euch die Pyramide jetzt dann relativ bald zusammenbricht, ist übrigens normal. Jetzt gibt es verschiedene Varianten. Je nachdem, wie nass das Holz ist, muss man versuchen, weiterhin pyramidenartig zu bauen, weil die Hitze steigt ja nach oben, und wenn ihr das Holz quasi immer schön schräg nach oben drauflegt, dann steigt euch die Hitze direkt ins Holz, könnte man sagen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Variante bei eher nassem Holz. Wenn das Holz trocken genug ist, ist das gar nicht notwendig. Dann kann man es einfach unten reinschmeißen, und wenn die Pyramide zusammenbricht, ist es auch schon egal. Das ist auch so ein bisschen eine Frage der Erfahrung. Ich würde empfehlen, versucht erstmal schön weiter pyramidenförmigen Aufbau. Legt unten mal wieder ein bisschen was rein, dann legt mal wieder was auf die Pyramide. Es hilft übrigens auch, wenn man die Stöckchen ein bisschen in den Boden drückt. Dann hält die Pyramide natürlich besser. Na, seht ihr, jetzt ist sie mir ganz zusammengebrochen. Ein Zweig steht noch. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Durch die sehr heiße Initialzündung haben wir jetzt auch schon ein bisschen Glut. Die wesentliche Phase beim Feuermachen, wenn man dann auch mal aufhören kann, quasi dauernd Zeug drauf zu schmeißen und sich entspannt zurücklehnen kann und weiß, jetzt habe ich ein Feuer, ist, wenn man ein gewisses Glutnest unten hat. Weil das heizt halt die ganze Zeit weiter, auch wenn man mal nicht ständig wunderbar brennende Zweige draufhaut. Und dann kann man auch mal ein bisschen was nasseres Holz drauflegen. Also das habe ich ganz vergessen zu sagen, ihr braucht auch nicht eine riesige Menge super trockenes Holz zu sammeln. Es reicht, wenn ihr genügend trockenes Holz für, ja, ein super brennendes Feuer habt, und danach könnt ihr dann auch mit nassem Holz arbeiten. Das ist dann irgendwann auch egal, wenn das Feuer groß genug ist. Sofern ihr ein so großes Feuer überhaupt machen wollt oder eins braucht, ne? Wir machen ja, wie gesagt, immer nur kleine Feuer. Das hier wäre jetzt übrigens ein Kochfeuer, nur damit ihr mal wisst, von der Größe her. Und dann sollte man halt auch gucken, dass man es nicht beliebig in die Breite baut, sondern dann schaut, dass man noch ein bisschen in die Höhe baut und das Ganze nicht halt noch großartig vergrößert. Größer muss es nämlich nicht sein.
Ihr seht, ich habe jetzt schon Holz der Kategorie Fingerdick draufgelegt. Das fängt nicht sofort an zu brennen. Das raucht erstmal eine Weile, dampft erstmal eine Weile und die Flammenbildung nimmt ein bisschen ab, weil das Feuer jetzt ja quasi Energie aufwenden muss, um dieses fingerdicke Holz, je dicker das Holz, desto mehr Energie braucht man, erstmal durchzutrocknen, bevor das überhaupt zu brennen anfangen kann. Wenn das dann mal soweit ist und das dann erstmal richtig brennt, dann werdet ihr sehen, gibt es mal wieder eine größere Flammenbildung und wir haben jetzt auf einmal dann ein Riesenfeuer. Wenn das dann soweit ist. Aber davor braucht man erst Energie, bevor man dann welche bekommt. Die ganze Thermodynamik und so weiter. Oh je, ich bin ja kein Physiker. Ich bräuchte mal so einen zusätzlichen Physiker so zum Nebendran setzen. Das wäre mal was. Dann mache ich die Biologie und Biochemie und den ganzen anderen Krempel und der übernimmt die Physik. Also wir haben jetzt schon ein gewisses kleines Glutnest unten drin. Und die Flammenbildung lässt etwas nach, aber so ganz allmählich fängt jetzt auch das dickere Zeug zu brennen an. Und ihr seht, ich baue jetzt hier schon wieder im Pyramidenmodus. Das mache ich schon automatisch, weil die Hitze steigt halt eben nach oben und dann brennt es wirklich am besten. Ich habe übrigens leider meinen Becher vergessen, kann euch demzufolge jetzt gar nicht erst zeigen, wie man da was kocht, aber die von mir bevorzugte Variante zum Kochen auf dem Feuer besteht dann tatsächlich darin, dass ich mir wirklich so ein schönes Gestell baue, also zwei Astgabeln und einen Stock in die Mitte und da dran halt eben meinen Topf hänge. Töpfe, die keine Aufhängung haben, da kann man sich aus Draht wunderbar eine Aufhängung basteln. Mache ich vielleicht auch mal irgendwann in einem separaten Video. Der war jetzt relativ nass, der letzte. Jo! Das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis das hier wunderbar brennt. Das ist eigentlich, wenn ich mich mal loben darf, so der idealtypische Feueraufbau. Zur Rauchbildung. Je heißer das Feuer brennt, desto weniger Rauch. Weil bei mehr Hitze ist die Verbrennung vollständiger und weniger halb verbrannte Produkte verlassen das System Feuer in Form von Rauch. Rauch ist ein Zeichen dafür, dass die Verbrennung nicht besonders gut läuft. Ihr könnt jetzt quasi die ganze Zeit euren ganzen Kochvorgang, alles was ihr da kochen wollt, 5-Gänge-Menü, ganz egal, mit diesem kleinen Stöckchen unterhalten. Es ist also nicht notwendig, irgendwelche riesigen Scheite da jetzt drauf zu schmeißen. Das geht. Man muss halt nur relativ häufig was nachlesen. Ist vor allen Dingen auch dann kein Problem, wenn man nicht alleine ist. Wenn man irgendjemanden hat, der einen da mal abwechseln kann zwischendurch. Oder einer kümmert sich ums Essen und einer kümmert sich darum, dauernd Holz nachzulegen. Das Gute ist, wenn man eine Gruppe ist und man hat irgendwelche jungen Männer dabei, die kann man stundenlang vors Feuer hocken und die Äste drauflegen lassen. Das machen die mit einer Begeisterung bis in alle Ewigkeit. Das Dumme ist nur, dann kann man halt selber keine Äste drauflegen, weil ich persönlich mache das auch richtig gern. Feuer unterhalten ist einfach irgendwie was Tolles und so ein Feuer ist auch einfach was für die Seele. Oh, das war jetzt esoterisch, aber es ist so, es ist so. So ein Lagerfeuer hat halt echt was. Und klar, so ein Feuerchen mitten im Walde ist natürlich halt auch nochmal schöner als an so einer ausgelutschten Grillstelle. Aber da werdet ihr wahrscheinlich Pech haben und so eins nicht machen dürfen. Also zumindest nicht in Deutschland.